Die Kreisstadt Aurich hat eine bewegte Geschichte. Vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte sie eine kaum vorstellbare Wandlung. Aus der verschlafenen Kleinstadt wurde ein aufstrebendes Mittelzentrum mit Höhen und Tiefen. Das Leben in der Stadt und die Veränderungen sind Thema dieses rund zweistündigen Films, eine Zeitreise, auf die Journalist Stefan Dunkmann die Zuschauer einlädt. Meine Damen und Herren, seien Sie überzeugt, dass dieses hier nicht meine einzige Arbeit ist, die ich am Tage leiste. Ich bin nebenbei als Ehrenbeamter Bürgermeister der Stadt Aurich und vertrete dieses Amt jetzt im 15. Jahr. Sie können sich denken, dass im Laufe dieser Jahre vieles an mich herangetragen worden ist. Nie zuvor gesehene filmische Dokumente geben die Eindrücke der Veränderungen wieder. Bewegende Bilder aus der alten Residenz. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das Schneechaos in Norddeutschland wird von Stunde zu Stunde größer. Seit 2,5 Tagen schneit es ohne Unterbrechung. Menschen in eingeschneiten Autos, entgleiste Züge und Deichbrüche an der Ostsee. Das ist die gegenwärtige Lage im nördlichen Teil der Bundesrepublik. Im Raum Aurich und Flensburg wurde Katastrophenalarm gegeben.